Bonjour, meine Freunde der leichten Seichnodat und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Google Feud. Wenn ihr neu dabei seid, lasst ein Abo da. Wenn ihr euch die Reihe gefällt, dann lasst ein Like da. Wir steigen direkt ein. Man muss immer so Google-Fragen beantworten, was die Leute am meisten suchen. Und los geht's. Kultur ist der erste Shit. Kursiv ist Shit. Not great. Overrated. Was? Cursive is dead, cool, dying, cool, contest, faster than manuscript. What the fuck, Alter? Obwohl gerade die kranke Stimme übertreibt, kann ich jetzt das ganze Video lang so reden. Boah, ich glaube, ich komme in den Stimmbruch. Mama, ich komme in den Stimmbruch. Questions. Should I be a robot? Ne, warte, Robot. Okay, ist auch falsch, scheiße. Should I be a dentist? Also Zahnarzt oder so kann ich mir gut vorstellen, dass die Psychologe, echt? Kultur, mein Lieblings, the great Gatsby. Schreibt man das so? Fuck, das schreibt man falsch. Gatsby. Knew it. Escape. Digga, ich bin auf jeden Fall unterwegs. Ich bin auf jeden Fall unterwegs. The great. Fuck, jetzt weiß ich nichts mehr. Ich hab mich gerade so gefreut. Britain. Stimmt, Britain ist ja nicht mehr great. Great. Hashtag Brexit. Politisches Thema in meinem Video. Digga, fuck. White Shark. Fuck, The Great Depression. Hätte ich wissen müssen. Escape Room. The Great Lakes. Wall of China. Wall of China, stimmt, das war dabei. Gatsby Book. People. Mann des Volkes. How to get rid of David Copperfield. Denn wenn man den Ficker einmal im Haus hat, der Magier geht nie wieder raus. Du schickst ihn raus, zack, steht der hinter dir. Du tust ihn durch die Hintertüre, zack, kommt er wieder rein. Keine Ahnung, der klaut dein Auto, zack, ist das Auto weg. Magier. The Kardashian. Ja, Kylie Jenner ist Queen. Oh Gott, ich sehe die Kommentare schon vor mir. Oh, boah, vielleicht habe ich es rausgeschnitten, genau deswegen. Was? Ants. Acken. Oh Gott, Alter. Want to be a hero. Okay. Der Schien. Ich habe das, glaube ich, schon wieder falsch geschrieben. Ich kann den Nachnamen echt nicht schreiben von mir. Chef. Also, ne, Koch. Was? Millionär, Billionär, Girl, Cowboy, Rockstar, Model, Doktor... Modernier? Baller. Baller, okay, sorry. Da war ich ein bisschen sehr deutsch gerade. Ich will Baller sein. Wie geil. Sagen, so. Why do they call it... Oh, das wird jetzt schon geil. Warum nennen sie es... Es muss drin sein. Was? So. Ah, nee. Earth. Why do they call it a hamburger? So, irgendwas haben wir Deutschen gemacht. Nice. Because culture is my thing. Harry Potter and the... Oh, in Englisch die Titel. And the... Oh Gott. Ficky Wix. Nee, das nicht. Stone irgendwas. Auf Steine Weisen and the... Fuck, ich kenne keinen der Titel. Nein, das ist nicht... Also im Englischen nicht. Steine der Weisen, die Gefährten. Oh my God, it's... That guy from Twilight. Keine Ahnung. I don't fucking know, Alter. Fuck, Sorcerer's Stone. Ja, okay, alles cool. Okay, und der Order des Phönix, genau. Fick mein Leben. Das habe ich echt verkackt. Komm, eine machen wir noch. Und zwar gehen wir jetzt in die People-Kategorie. Bathrooms near. Was soll man denn darauf schreiben? Bathrooms near. Bus stops. Hä? Badezimmer? Ah, was? Hä? Check ich gar nicht. Near me. Ach so, was sie. Ach so. Ich habe wieder das System nicht verstanden. Guck mal, da sieht man, wo die Leute am meisten auf Klo müssen. Times Square müssen Leute richtig krass pissen. Central Park müssen Leute richtig krass pissen. In meiner Location anscheinend müssen Leute auch krass pissen. Sekunde. Mama, musst du gerade krass pissen? Badezimmer ist da. Und anscheinend Badezimmer in meiner Nähe. Da müssen Leute auch. Mama. Okay, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass New York definitiv ein Platz ist, wo Leute sehr oft in der Öffentlichkeit einfach mal anfangen müssen, spontan zu urinieren. Und das ist natürlich kein Platz für mich.
Nachdem wir heute fast beantwortet haben, wie man die Kardashians irgendwie los wird und sonst wie was, würde ich sagen, das war es jetzt erstmal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu dabei wart und mich überhaupt nicht kennt und denkt, ey, dicker Mann, der ein bisschen schneller redet als Gronkh, ganz witzig, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.